ganz kurzer Schwenker zum Schluss. Sie haben damals nach Ihrem Zusammenbruch auch psychologische Hilfe in Anspruch genommen? Ja, das hört sich jetzt ganz makaber an. Ich war in New York gewesen und habe natürlich so nach 4 Jahren da studiert. Und man hat es den Leuten natürlich angeboten, wenn ihr mal irgendwie ein Problem habt, beziehungsmäßig geht mal darüber. Aber kennen Sie Leute in Ihrem Umfeld, die an diesem Druck zerbrochen sind? Gerade in Ihrem Bereich ist der ja unglaublich. Ich glaube, wenn man es bis 18 geschafft hat, dann zerbricht man nicht mehr dran. Sagen wir es mal so. Ich glaube, das ist schon so ein Alter, wo man sich auch selber überlegt hat, will ich das jetzt wirklich machen oder nicht. Mhm. Ich glaube, mit 18, 19 war einfach die Liebe so stark zu der Musik, dass ich wusste, egal ob ich jetzt was mit Geige mache oder als Komponist oder als Dirigent, da war schon irgendetwas, was ich immer damit machen wollte. Deswegen bin ich ja aus freien Stücken auch nach New York an eine Musikschule gegangen. Mhm. Ich hätte ja, was weiß ich, was studieren können. Und klar, ich bin sicherlich waren da gewisse Sachen, die sich ein bisschen haben einrenken lassen in New York. Und das war mir auch wichtig, gerade, dass man über Sachen spricht. Ich glaube, wenn man so secluded, so in so einer Glocke irgendwie aufgewachsen ist, dann ist es manchmal ganz wichtig, dass man einfach Sachen ausspricht, die einem vielleicht irgendwie nicht gefallen haben. Und deswegen fand ich das ganz gut, auch mal zu jemandem hinzugehen, der dann nicht direkt am nächsten Tag das der ganzen Schule erzählt. Mhm. Das habe ich nämlich auch erlebt. Ja, kann man sich gut vorstellen. Jetzt machen Sie das, haben Sie eben gesagt, was Sie am allerliebsten tun, nämlich Musik machen, sogar im Kinderkanal, im Kika. Genau. Da gibt es ein großes Finale, ne? Am 20. November, 19 Uhr, dein Song. Richtig. Ganz schöne Schönes Sendung Format, übrigens, ja, ja genau. Was passiert da? Also mehr oder weniger ist es so, dass es einen Wettbewerb gegeben hat, wo junge Kinder halt ihre eigenen Kompositionen einschicken. Mhm. Und daraus werden halt, ich glaube, 5, 6, 7 herausgewählt. Okay. Die werden dann bearbeitet, neu arrangiert, entweder im klassischen Sinne, wie es bei mir gewesen ist, oder halt wie ein Popsong bearbeitet oder R&B. Und ich fand es ein ganz, ganz tolles Projekt, gerade weil das Mädchen, mit der ich zusammengearbeitet habe, auch selber Klavier spielt und das am Klavier wunderbar auch spielt und geschrieben hat. Und dann haben wir das halt ein bisschen orchestriert. Und ich glaube, es ist sehr schön geworden und ich hoffe, es gefällt dir. Wunderbar. Also, schöne Geschichte. Michael, interessiert an klassischer Musik, mit Klavier was zu tun mal gehabt? Ich habe selber 8 Jahre Klavierunterricht gehabt. Ehrlich? Aber, ja, aber das ist, was Wie wir Wie zufällig haben wir ein Klavier das hier. Das ist kein Klavier. Ja, doch, doch, doch. Nein, das ist kein Klavier. Ja, das stimmt, das ist so eine Art Klavier. Das ist ein Tasteninstrument. Aber ihr kommt jetzt mal mit. Ich guck zu, ihr nein. macht das. Doch, nein. Ich mach gar nichts. Wir haben uns gedacht, wenn jetzt schon mal David Garrett hier ist, ja, dann müssen wir natürlich auch ein bisschen Musik machen, wenn Sie einverstanden sind. Und lassen wir das. Ja? Michael. So, okay. So. Und Sie haben eben erzählt, es geht darum, auch in dieser Sendung, einfach Dinge mal neu zu arrangieren. Natürlich. Und Sie haben ja da überhaupt keine Berührungsängste. Überhaupt gar nicht. Ich habe auch gesagt, du kannst jederzeit irgendetwas anfangen und ich spiele einfach mit. Okay, pass auf, das ist ein Wort. Okay. Es ist ein richtig guter Musiker, habe ich gehört. Ja? Soll was dran sein. Du musst aber natürlich sagen, was es ist. Es ist ein Song, bei dem Michael theoretisch jetzt auch mitsingen könnte. Ich glaube, meine Kamera ist gerade ausgefallen. Okay, pass auf. Und jetzt danke ich zunächst mal. Ich hätte viel lieber die Geige gespielt. Sie kriegen Ihre Zugabe, Sekunde. Pass auf. Wir sagen an dieser Stelle zunächst mal herzlichen Dank für den Besuch und hören jetzt zum Schluss sozusagen zum
ja, in die Nacht bringen. Nochmal was aus dem neuen Album, genau, das sehr erfolgreich läuft. Ja, es ist ganz gut angelaufen. Wie heißt das Album? Und das Schöne ist auch, es ist ein rein klassisches Album. Ich habe 2 Crossover-Alben jetzt vorher rausgebracht. Und da war mir ein ganz, ganz großes Anliegen, natürlich das auch, was ich von Herzen gerne mache, klassische Musik auch nochmal rauszubringen. Und es heißt Classic Romance. Classic Romance. Herzlichen Dank für den Besuch. Wir sehen uns morgen wieder bei Lanz kocht, wenn Sie wollen. Wir kochen, ne? Wir spielen keiner geil. Mehr ist nicht drin. Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn Sie reinschauen. Herzlichen Dank für den Besuch in der Sendung. Dankeschön. Sehr gerne. David Garrett, meine Damen und Herren.